Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gibt es von mir 6 Tipps zum Thema Tattoo-Laser-Entfernung. Ja, alles cool, alles cool. Geht los? Okay. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, folg mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram. So Leute, wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat oder auch bei meinen Instagram-Stories gesehen hat, ich bin gerade dabei, mein Tattoo entfernen zu lassen. Ja Leute, ich habe leider eine kleine Jugendsünde begangen und habe mir ein Tattoo auf meine Wade tätowieren lassen und bin stolzer Besitzer von 3 kleinen chinesischen Zeichen. Und aktuell befinde ich mich in der Tattoo-Laser-Behandlung, damit dieses Tattoo halt entfernt wird. Und aus dem Grund gibt es heute 6 Tipps von mir zur Tattoo-Laser-Behandlung. Und am Ende des Videos werde ich euch auch erklären, ob das Ganze wehtut und wenn ja, wie doll. Tipp Nummer 1, Betäubungssalbe. Ja Leute, bevor es zur Laserbehandlung geht, solltest du auf jeden Fall eine Betäubungssalbe benutzen. Bei der ersten Behandlung habe ich mir halt gedacht, also mir wurde das auch empfohlen, habe ich halt gedacht so, hey Daniel, bist ein harter Typ. Ach so, Betäubungssalbe, ja. Wozu Betäubungssalbe? Ich habe mir die dann trotzdem gekauft, ja, aber nur ein bisschen drauf gemacht, habe gedacht, okay, läuft schon, ja. Aber Leute, Arschkarte. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, doppelt und dreifach Betäubungssalbe auf euer Tattoo zu machen, wenn ihr das entfernen lassen wollt. Und am besten auch 1,5 Stunden vorher, damit die Salbe auch Zeit hat einzuwirken, damit das Ganze auch wirkt. Und wie gesagt, besser doppelt und dreifach drauf machen, als nur ein bisschen drauf zu machen. Nummer 2, vorher was essen. Leute, ich habe es jetzt meistens immer so gemacht, dass ich mir diesen Tattoo-Laser-Termin immer morgens gelegt habe, also früh am Morgen, damit ich die unangenehmste Aufgabe des Tages direkt weg habe, also Eat the Frog-mäßig, dass das direkt weg ist. Und ich habe auch vorher immer was gegessen. Das wurde mir auch empfohlen, kann ich auch euch nur empfehlen, denn bei vielen Leuten ist es halt so, dass der Kreislauf schnell nach unten sackt, ja, bei so einer Behandlung und dass die dann aus den Latschen kippen. Also ganz wichtig an dieser Stelle, isst auf jeden Fall was vorher, damit du nicht komplett aus den Latschen kippst und damit dein Kreislauf auf jeden Fall oben bleibt. Tipp Nummer 3, kühlen. Leute, kühlt die Stelle, wo das Tattoo ist, vorher und nachher auf jeden Fall. Lindert das den Schmerz, das beruhigt die Haut und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Stelle vor der Behandlung als auch nach der Behandlung gekühlt wird. Und wenn ihr eine gute Praxis ausgewählt habt, dann haben die auf jeden Fall auch Kühlpads vor Ort. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. So Leute, da wären wir auch schon beim nächsten Tipp, bei Tipp Nummer 4 und zwar die richtige Praxis auswählen. Ja Leute, es ist unfassbar wichtig, dass ihr eine gute Praxis auswählt, die schon viel Erfahrung in dem Bereich hat. Denn Leute, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, das Ganze ist definitiv mit Schmerzen verbunden und ihr wollt ja nicht so viel Schmerzen haben. Deshalb ist es enorm wichtig, dass ihr eine gute Praxis auswählt, die schon Erfahrung damit hat und die genau weiß, was sie dort tut. Daher bin ich auch froh, dass ich beim Team von Ästhetik Stuttgart gelandet bin. Das ist nämlich auch der heutige Sponsor des Videos, denn das Team von Ästhetik Stuttgart ist wirklich super kompetent. Es ist direkt hier in der Stuttgarter Innenstadt. Die sind super lieb, die Mädels dort und ich fühle mich da echt super gut aufgehoben. Wenn du dich zum Beispiel für eine Laser-Tattoo-Entfernung interessierst oder für eine andere Schönheitsbehandlung, dann check auf jeden Fall mal die Seite von Ästhetik aus. Ästhetik gibt es nämlich nicht nur in Stuttgart, sondern auch in vielen anderen deutschen Städten. Also irgendwo in deiner Nähe wird es sicherlich auch einen Ästhetik-Standort geben. Also einfach mal die Seite auschecken. Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Tipp Nummer 5, viel trinken. Man sollte generell seine 3 Liter am Tag trinken, ja, das ist sowieso wichtig, aber gerade bei einer Tattoo-Entfernung solltest du am besten noch mehr als 3 Liter am Tag trinken. Warum ist das so? Ganz am Anfang, also gerade wenn du dein Tattoo gestochen hast oder dein Tattoo stechen lässt, ja, dann reagiert dein Körper wie folgt. Der denkt dann so, hä, da ist was, was hier nicht hingehört, auf der Haut, ja, und dann wird das Tattoo umkapselt bzw. eingekapselt. Und bei der Laserbehandlung passiert dann Folgendes. Diese Umkapselung wird zerplatzt, die Farbe wird zu feinstem Staub und wird dann durch Blut und Flüssigkeit abgetragen. Und je mehr du trinkst, also umso mehr Wasser und Flüssigkeit du zu dir nimmst, umso schneller kann die Farbe dementsprechend noch abgetragen werden. Also dran denken, wenn du dir gerade dein Tattoo entfernen lässt mit einer Laserbehandlung, super viel trinken. Tipp Nummer 6, Wund- und Heilsalbe verwenden. Direkt nach der Behandlung, so ist es zumindest bei Ästhetik Stuttgart, wird so eine Wund- und Heilsalbe auf dein Tattoo geschmiert. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch beizubehalten. Und jetzt nicht, wenn du nach Hause kommst, so 1-2 Tage, ja, ich schmier da mal ein bisschen was drauf, sondern versuch wirklich regelmäßig morgens und abends Wund- und Heilsalbe auf diese Wunde zu geben. Denn ihr habt es gerade gehört, Wunde, ja, das ist halt eine offene Wunde, die da dann ist. Und da hat eure Haut halt Hochstress mit dieser Laserbehandlung. Deshalb ist es wirklich super wichtig, dass wirklich regelmäßig diese Wunde eingecremt wird. Und das Ganze fördert natürlich auch den Heilungsprozess und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Kommen wir jetzt zur Frage aller Fragen, Leute. Tut diese Laserbehandlung eigentlich weh? Auch wenn das jetzt hier eine Kooperation mit Ästhetik ist,
Leute, ihr wisst, ich bin ehrlich und wenn ich jetzt sagen würde, hey, das ist eine Kooperation mit Ästhetik, die machen das so toll und das tut auch fast gar nicht weh, Leute, auf gar keinen Fall. Das tut Hölle weh. Das sind Schmerzen, könnt ihr euch nicht vorstellen, ja? Das ist auch so ein ekliger Schmerz. Ich kann das gar nicht, in Worte fassen. Also, dass diese Umkapselung zerplatzt, ja, in deiner Haut, das trifft schon sehr nahe zu. Das ist so ein ekelhafter Schmerz. Und ja, das tut sehr dolle weh. Und Leute, ich glaube, an dieser Stelle sagen Bilder tatsächlich mehr als Worte. Ja, alles cool, alles cool. Geht los? Okay. Also Leute, wenn ich jetzt sagen würde, das würde nicht wehtun, wäre das komplett gelogen. Das tut definitiv für mich, ja, Hölle weh. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und deshalb kann ich dir an dieser Stelle auch noch empfehlen, überleg dir auf jeden Fall, ob du dir ein Tattoo stechen lässt oder nicht. Denn ein Tattoo stechen lassen, ja, ist im Vergleich zur Laserbehandlung, also zur Entfernung, absoluter Kindergarten. Also eine Laserentfernung ist auf jeden Fall wesentlich schmerzhafter, als ein Tattoo stechen zu lassen. Und wo wir gerade dabei sind, ja, ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Tattoo Don'ts. Falls du es noch nicht gesehen hast, check das hier oben auf jeden Fall gerne mal aus, damit dir nicht so ein Fehler passiert, den ich gemacht habe und du dir irgend so ein blödes Tattoo stechen lässt, was du anschließend bereust. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Max Proft. Max, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone. Die Nummer zum Community-Phone findest du auch wie immer in der Infobox. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennst, der gerade auch überlegt, sein Tattoo zu entfernen, ja, dann teile gerne das Video mit ihm. Oder wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennst, der gerade sich vielleicht überlegt, einen neuen Tattoo stechen zu lassen, ja, dann solltest du vielleicht auch das Video mit ihm teilen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein. Peace out. We'll be right back.